Das Rappenalptal mit seinem Wildbach gehört zu den am strengsten geschützten Gebieten in den Allgäuer Hochalpen. Aufnahmen aus dem letzten Jahr und nun die gleiche Stelle. Wo sich bis vor kurzem der Wildbach schlängelte, ist nun eine unvorstellbare Steinwüste. Über 10 Meter breit und Meter hoch, eine tote Landschaft ohne Pflanzen und Tiere. Das Biotop fiel Baggerarbeiten zum Opfer. Die Täter, mutmaßlich die Grundstückseigentümer, von dort gibt es keine Begründung. Alfred Karle Fendt ist vom Bund Naturschutz, der diese Umweltzerstörung öffentlich gemacht hat. Also ich bin jetzt seit 35 Jahren im Naturschutz engagiert und vergleichbare Dimensionen in einem wertvollen Naturgebiet habe ich nicht erlebt. Selbst bei Eingriffsplanungen wirklich im dicht besiedelten Bereich kann ich mich eigentlich an so eine Dimension nicht erinnern. Was sofort auffällt, in weiten Teilen fließt kein Wasser mehr. Luftaufnahmen zeigen, es versickert plötzlich im Bachbett. Also ich bin schockiert und im Vergleich zu oben kommt jetzt noch dazu, dass kein Wasser mehr fließt. Das heißt, oben wurde die Sohle durchbrochen und das ist etwas, was eigentlich kaum mehr rückgängig zu machen ist. Das bedeutet auch, dass Kilometer weiter nach unten die gesamte Lebewelt des Wildbaches vernichtet ist und dass also die Wahrscheinlichkeit, dass es in Jahrzehnten zu einer Wiederbesiedlung kommt, eigentlich gering bis null ist. Das Landratsamt Oberallgäu in Sonthofen ist als untere Naturschutzbehörde für dieses Gebiet vor Ort verantwortlich. Wir zeigen Landrätin Indra Bayer-Müller unsere Aufnahmen vom Rappenalptal. Sie wirkt betroffen und bekräftigt, es gab keine Genehmigung. Nein, also nicht für so eine umfassende Maßnahme gibt es keinen Antrag, hatten wir auch keine Kenntnis darüber, dass es in diesem Umfang erfolgt. Das ist für uns auch sehr überraschend gewesen. Wir haben die Bilder, die Sie mir gezeigt haben, Ende Oktober selber gesehen. Wir hatten dann auch noch mal eine Begehung dort mit den verschiedenen Stellen, die hier auch zuständig sind. Und es ist auch für uns völlig überraschend gewesen. Jetzt arbeiten sämtliche Abteilungen an der Aufklärung. Wir werden hier nochmal eine Begehung machen, auch mit der Regierung von Schwaben, mit dem Wasserwirtschaftsamt. Und es werden Gutachten erstellt werden müssen. Und dann wird man sehen, welcher Schaden hier tatsächlich unwiederbringlich entstanden ist. Und wo man aber auch, und das ist sicherlich auch eine der Maßnahmen, die wir jetzt einfordern werden, wo man aber auch wieder den Fluss, ich sage es jetzt mal, so weit als möglich in seine ursprüngliche Form bringen kann. Für Alfred Karle Fendt ist eine Naturwelt zusammengebrochen. Jahrzehnte hat er am und im Bach Pflanzen und Tiere erforscht. Für ihn bleibt nur die Erinnerung.